Hallo und herzlich willkommen hier zum Vorwort. Zum Vorwort, weil ich möchte kurz erklären, das Vorwort ist tatsächlich so ein bisschen separat. Es geht jetzt hier in einer vierteiligen Videoreihe, alle Teile sowas circa um eine halbe Stunde, darum, dass ich gerne drei wesentliche Sachen, die man immer wieder hört von Leuten, die dann nicht damit einverstanden sind, dass es einen anthropogenen Klimawandel geben soll, also einen anthropogen verstärkten Klimawandel genau genommen, von denen immer mal wieder verschiedene Thesen hört, ja. Und davon habe ich mir jetzt drei rausgesucht, die ich ein bisschen ausführlicher diskutieren möchte. Teilweise sind ein paar Abschweifungen drin, um bestimmte Prozesse genauer zu erklären. Es sind ein paar Abschweifungen drin, um bestimmte Grafiken genauer zu analysieren. Ist insgesamt relativ viel Stoff. So, und dieses Vorwort hier, das war eigentlich geplant quasi als erster Teil und die Auseinandersetzung mit dem ersten Thema, das da lautet, ja, das Klima hat sich doch schon immer geändert, dann kann es ja jetzt auch nicht irgendwie, dann ist es ja klar, dass es das jetzt auch tut. Also irgendeine Argumentation in diese Richtung. Das wollte ich ursprünglich im Vorwort diskutieren, aber das Vorwort hat sich dann eben zu einem reinen Vorwort entwickelt, in dem ich versuche zu erklären, ob man das nachvollziehen kann, müsst ihr beurteilen, warum es so furchtbar nervig ist für Ökologen, Klimatologen, Biologen und alle Naturwissenschaftler, die der Klimawandel innerhalb des Bereichs ihrer Zuständigkeit in irgendeiner Form tangiert, warum das so furchtbar nervig ist, dass da dauernd irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, den gäbe es so nicht, also den anthropogen verstärkten Klimawandel. Und deswegen viel Wissen in dem Sinne gibt es in diesem Vorwort nicht. Sachlich diskutiert wird in den anderen Teilen. Das heißt, ihr müsst das Vorwort nicht wirklich angucken bzw. anhören. Es gibt auch nicht viel zu sehen. Ich hocke die ganze Zeit in der Hütte und quatsche. Das ist halt jetzt wirklich nur so für die Interessierten. Also das ist eine ernst gemeinte und gut gemeinte Warnung. Zeitgleich mit dem Vorwort geht auch der erste Teil bereits online und da kommen wir dann gleich auch mehr zur Sache, als hier eben das der Fall ist. Ja, also nur damit ihr keine Lebenszeit verschwenden müsst, beziehungsweise investieren müsst in Mimimi meinerseits, warum das so furchtbar nervig ist, wenn immer mal wieder irgendein Klimawandelleugner um die Ecke kommt. So, aber ansonsten, falls es euch doch interessiert, dann wünsche ich viel Spaß und die weiteren Teile folgen dann auch in kurzer Kürze, hoffe ich. Bis dann. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir wollen uns heute nochmal mit ein paar Fragen des anthropogen verstärkten Klimawandels beschäftigen. Eigentlich oder anthropogen verstärkte globale Erwärmung, so kann man es auch nennen. Wären die zwei möglichen Fachbegriffe für den Prozess. Man sagt im Volksmund bzw. im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs halt nur Klimawandel. Das ist, wie man auch nur Corona sagt und eigentlich SARS-CoV-2 meint. Und das ist halt nun mal so, dass die Gesellschaft mitunter andere Namen für den gleichen Sachverhalt verwendet, wie es ein Fachwissenschaftler theoretisch hin und wieder mal tun würde. Aber da der Name Klimawandel derart intensiv inzwischen diskutiert wird, was gut ist, darf man, ich denke, in den meisten Fragestellungen schon davon ausgehen, dass das geneigte Publikum mit einem gewissen Bildungsgrad weiß, was man meint, wenn man Klimawandel sagt und einem nicht sofort unterstellt, dass man damit verharmlosen möchte oder einfach negieren möchte, dass es auch einen natürlichen Klimawandel gibt. Das, was wir gerne als Klimawandel bezeichnen, ist per Definition eine Mischung aus den Faktoren des natürlichen Klimawandels, der jeden Planeten mit einer Atmosphäre seit seiner Entstehung betrifft. Atmosphären wandeln sich immer. Na, das ist so. Egal welcher Planet, der eine Atmosphäre hat, diese unterliegt einem konstanten Wandel, je nachdem, wie zum Beispiel der Abstand des betreffenden Planeten zur Sonne ist, wie der Winkel der Achse des Planeten ist, ohnehin, ob sich die Sonnentemperatur des entsprechenden Sonnensystems ändert und ähnliche Faktoren. Das alles gilt auch auf der Erde. Dann die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre spielt nochmal eine Rolle, was da gerade vorherrscht, ob da irgendwelche Prozesse stattfinden.
stattfinden, ob zum Beispiel Leben eine Rolle spielt. Mit Leben einhergehen zum Beispiel auch eine Atmung, sprich eine Photosynthese erstmal und daraus resultierend eine Atmung und damit eine Änderung der chemischen Zusammensetzung einer Atmosphäre, die zum Beispiel vorher maßgeblich auf CO2 basiert ist, hat. Dann setzt die Erfindung der Photosynthese, die Evolution der Photosynthese auf dem entsprechenden Planeten sich durch. Photosynthese ist in der Lage, CO2 zu Zucker umzuwandeln und gibt dabei Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Normalerweise hat kaum ein Planet, der kein Leben im größeren Stil aufweist, überhaupt nennenswert Sauerstoff in der Atmosphäre. Und dieser Sauerstoff wird dann auch massive Änderungen bewirken, indem man zum Beispiel alles oxidiert, was irgendwie oxidierbar war, ist, was viel sein dürfte auf einem Planeten, auf dem Sauerstoff so noch nie als O2 vorgekommen ist. Ja, das sind so ein paar Beispiele für natürliche Änderungen von Atmosphären im Laufe der Zeit. Bei der Erdgeschichte muss man zum Beispiel sagen, als die sich vor 4,6 Milliarden Jahren zusammengeballt hat, durch Einschläge von verschiedenen Materialkurse, vergleichsweise kurze Zeit nach dem Urknall, war sie eine Zeit lang so heiß durch die ständigen Einschläge, die da passiert sind von Material, dass die Temperatur so hoch war, dass sie gar keine Atmosphäre halten konnte, weil alle Teilchen in dieser riesigen, super heißen Umgebung quasi nach außen gedriftet sind, den Einflussbereich der Atmosphäre bzw. der Erdanziehungskraft verlassen haben und dann einfach ins Weltall davon gedriftet sind. Eine Atmosphäre konnte sich zum ersten Mal in der Erdgeschichte also nur bilden, als die Erde so weit erkaltet war, dass sie das überhaupt von der Temperatur her hinbekommen hat. Problem, diese Atmosphäre hat nicht sehr lange gehalten, bestand wahrscheinlich überwiegend auch aus Wasserstoff. Und dann ist eine Kleinigkeit passiert, die erstmal sämtliche Atmosphären im Sonnensystem davon gepustet hat, nämlich ist die Sonne angegangen. Und das dürfte mit einer gewissen spektakulären Situation einhergegangen sein, wenn sich eine Sonne mal eben entzündet. Und das hat sämtliche Atmosphären im ganzen Sonnensystem davon gepustet. Also so viel zur natürlichen Entwicklung von Atmosphären. Dann hat sich danach eine zweite Erdatmosphäre, eine dritte und eine vierte gebildet. Die vierte ist die, die wir heute noch haben. Und das ist eben im Wesentlichen eben die, die durch die große Sauerstoffkatastrophe verursacht worden ist, war für das Leben zur damaligen Zeit erstmal ein riesen Kollaps, dass plötzlich überall Sauerstoff rumfliegt, Sauerstoff hochreaktiv, überhaupt nicht gesund für die Lebewesen der damaligen Zeit, oxidiert alles. Was ist denn zum Beispiel eine Oxidation? Feuer zum Beispiel. Ja. Also jede Menge elementarer Sauerstoff, der in der Gegend rumfliegt, ist wirklich nicht besonders gesund, sofern sich nicht über viele, viele Millionen Jahre ein Ökosystem die Zeit genommen hat, mit so einer Situation klarzukommen. Ja. So, ja, also das erstmal zur Vermutung bzw. zur Behauptung, sofern die irgendwo aufkommt, dass wenn wir Klimagläubigen vom Klimawandel sprechen, wir gar nicht wissen, dass es auch einen natürlichen Klimawandel gibt. Und der hält bis heute an, selbstverständlich. Ein interessanter Bereich der Klimatologie bzw. der Klimaforschung, wenn man so sagen kann, ist versuchen herauszufinden, damit ist er noch nicht besonders weit, inwiefern ein einzelnes Extremereignis, wie ein Sommer 2018 zum Beispiel, inwiefern der jetzt nun anthropogen verstärkter Klimawandel ist oder ein natürlich auftretendes Ereignis. Weil statistisch gesehen ist sowas auch natürlich möglich. Es würde dann halt nur einmal alle 150, alle 100 Jahre, wie kann man sich jetzt streiten, wie oft statistisch gesehen nur auftreten. Dass sich Ereignisse, die man bisher als 100-jähriges Ereignis eingestuft hat, in den letzten 10 Jahren quasi jährlich irgendwo ein stattfindet, oder mehrere, das gibt's auch, das ist halt vielleicht, und da muss man jetzt auch ganz korrekt sein, vielleicht ein eindeutiges Zeichen für einen anthropogen verstärkten Klimawandel, vielleicht ist es aber auch Zufall. Und tatsächlich, das ist eben was, woran geforscht wird, kann man das wirklich, wirklich sagen, dass ein Einzelereignis, weil Klimatologie ist ein langes Kontinuum von langzeitigen Durchschnittsverhältnissen, in Anführungszeichen, ja, einzelne kurzfristige Dinge, das ist Wetter. Und das ist zwar die Basis der Klimatologie,
Aber ein kleines Wetterereignis macht noch nicht ein Klima aus. Und darum ist das unter anderem auch so kompliziert und so schwierig, auch jetzt sagen zu können, die Borkenkäfer-Kalamitäten im Wald durch Dürre. Ist das jetzt Klimawandel? Spontan und vom Gefühlslage her und auch wenn man diverse Förster im Walde draußen fragt, dann wird man ganz oft hören, selbstverständlich. Und ein Teil von mir möchte sich dem auch anschließen, aber es wäre nicht 100% wissenschaftlich korrekt, weil 100% wissenschaftlich korrekt wäre, wissen wir nicht. Wir können, beziehungsweise wir sind gerade dabei, auszurechnen, eine Chance, prozentual oder im Verhältnis von 1 zu wie auch immer, dass das tatsächlich vom Klimawandel verursacht ist. Wir werden aber niemals darauf kommen können, dass das mit Sicherheit vom anthropogen verstärkten Klimawandel, meine ich natürlich, verursacht ist. Ja, denn eben der Klimawandel teilt sich in zwei Komponenten auf. Es gibt die natürliche Wandlung der Erdatmosphäre und es gibt den, wenn man jetzt das Wirken von uns als einziger Spezies, die in der Lage ist, das Klima zu beeinflussen, als unnatürlich betrachtet, dann dürfte man sagen, einen unnatürlichen Einfluss auf das Weltklima und der wird eben, wenn von irgendwas, dann von Homo sapiens verursacht. Alles andere, was nicht von Homo sapiens verursacht wird, ist in Rahmen der Philosophie, dass alles, was wir tun, nicht natürlich ist, ja. Dann eben halt natürlich stattdessen. Das ist eine philosophische Fragestellung. Letztendlich, wir sind auch ein Säugetier. Ist damit das, was wir tun, nicht auch irgendwo natürlich? Und wenn es noch so bescheuert ist, das ist wirklich eine rein philosophische Fragestellung. Mit naturwissenschaftlicher Methodik kommt man hier nicht weiter. Das müssen dann die lieben Kollegen aus der Philosophie übernehmen. Ja, und eben das, was ich jetzt gerade erzählt habe zur Einführung, war auch der erste Punkt der Dinge, die ich heute gerne mit euch nochmal besprechen möchte, in der Hoffnung, dass es vielleicht einen gibt. Einen. Einer reicht mir völlig. Völlig. Der so ein bisschen halb am Zweifeln ist, der sich erstmal fragt, ist da nicht vielleicht doch was dran an den ganzen Punkten, die man immer mal wieder hört, weshalb das mit dem Klimawandel nicht so richtig stimmen könnte, ja, der noch ein bisschen am Zweifeln ist und aus irgendwelchen Gründen mir mehr vertraut als, keine Ahnung, den Nachrichten. Die Nachrichten, die man so, also zumindest die auf den gängigen Programmen, sind ja alle durchaus davon überzeugt, dass es einen Klimawandel gibt, einen anthropogen verstärkten Klimawandel. Aber ja, vielleicht glaubt man mir ja mehr. Und wie gesagt, wenn ich einen überzeugen kann, dann wäre ich schon glücklich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich vielleicht für den Rest ein unterhaltsames Video geliefert. Ich werde mich diesmal versuchen, nicht besonders aufzuregen. Ich kann aber auch nicht wirklich versprechen, dass ich immer in einem sehr herzlichen und verständnisvollen Ton jetzt sprechen werde, weil für einen Ökologen, für einen Klimatologen erst recht, ist zum Beispiel die Frage oder der Zweifel an der Existenz eines Treibhauseffektes. Das ist ungefähr so, das muss man sich wirklich klar machen, als würdest du einen Schiffskapitän von einem, keine Ahnung, 500 Tonnen Ultrafrachter, der nach China fährt oder nee, von China zu uns fährt, beladen mit Bambuszahnbürsten. Den würde man fragen, ob er denn keine Angst hat, wenn er jetzt wieder in See sticht, dass er über den Rand der flachen Erde runterfallen könnte. Und das ernst meint. Ja? So wie der sich dann fühlt, wenn einer wirklich, wirklich diese Frage ernst meint und ihn damit auch noch auf die Nerven geht. Er soll ja nicht zu weit rausfallen, sonst fährt er runter. Und der Mann hat das in seinem Leben schon 5000 Mal gemacht und er ist nie runtergefallen, weil es da nichts gibt, wo man runterfallen könnte, selbstverständlich. Und du willst ihn jetzt wirklich vollumfänglich davon überzeugen, dass er doch runterfällt. So wie der sich dann fühlt, fühlen Ökologen, Klimatologen, viele, viele Biologen, ganz viele Physiker und andere Naturwissenschaftler sich, wenn man denen erzählen möchte, es gäbe gar keinen Treibhauseffekt. Würden wir solche Fragestellungen wie die Existenz eines Treibhauseffektes im wissenschaftlichen Diskurs immer noch diskutieren, dann müssten wir uns auch weiterhin die Frage stellen, ob es überhaupt Schwerkraft gibt. Also sprich, bevor man irgendwas in der Physik
irgendwie weiterforschen kann, müsste man sich jedes Mal morgens noch hinhocken und jetzt erstmal wieder diskutieren, einigen wir uns denn heute drauf, dass es Schwerkraft gibt oder gibt es heute mal keine Schwerkraft? Wer ist für Schwerkraft? Wissenschaftlicher Fortschritt, der unter anderem dazu führt, dass wir ein Internet haben, wo man sich dummes Zeug anlesen kann. Entschuldigung, jetzt werde ich wieder bösartig. Wissenschaftlicher Fortschritt basiert darauf, dass man wissenschaftliche Theorien irgendwann, auch wenn man sie nicht vollumfänglich beweisen kann, ein schönes Beispiel ist die Relativitätstheorie vom Einstein. Aber frag mich nicht, was da drin steht, ja. Aber sie ist lange Zeit und sie ist bis heute, glaube ich, nicht hundertprozentig bewiesen, anders als ein Gravitationsgesetz. Das gilt immer und überall. Viele Teile der Natur sind aber, wenn wir von den elementarsten, kleinsten Bausteinen wie Gravitation, wie Kräfte, Anziehungskraft, Newton, wenn du mit 100 Kilo auf was draufhörst, dass sich mit 100 Kilo auf dich zubewegt, dann macht's Bang. Und du kannst genau berechnen, wie sehr es Peng macht. Solche Sachen, solche unverrückbaren physikalischen Gesetze, die sind nicht einfach zu verstehen, aber sie sind universell. Je komplizierter die Dinge in Anwendung der physikalischen Kräfte, der Chemie der Stoffe, dem Zusammenspiel aller Faktoren, biotischer wie abiotischer, je komplizierter die Prozesse werden, desto weniger sind wir heute noch immer in der Lage, hundertprozentig immer exakt vorhersagen zu können, was passieren wird, wenn alle Einflussfaktoren aufeinanderprallen. Das können wir nicht. Ja, dafür sind wir noch nicht schlau genug. Das mag vielleicht in 1000 Jahren der Fall sein. Ich hoffe, dass es nie der Fall sein wird, sonst wären wir Wissenschaftler arbeitslos. Aber das bedeutet, wir müssen uns irgendwie behelfen. Und dieser Behelf lautet, jetzt mal simpel ausgedrückt, Theorie. Ja, da gibt es noch Abstufung, ist egal. Eine Theorie ist eine Annahme, dass unter bestimmten Parametern etwas gilt in der Welt. Ja? Zum Beispiel die Megaherbivoren-Theorie ist was aus der Biologie. Das ist die Annahme, dass Deutschland eigentlich gar nicht sonderlich bewaldet gewesen wäre oder eine Offenland-Wald-Mix-Landschaft, wenn es die großen Pflanzenfresser noch gegeben hätte, nachdem die Eiszeit zu Ende ging, die vorher Homo sapiens bereits ausgerottet hat. Das ist eine sehr viel diskutierte Theorie, eine nicht anerkannte Theorie. Und bisher fehlt uns noch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel wirklich genau zu überprüfen, weil man nicht zurück in die Zeit reisen kann und keine Beweise bisher finden konnte, die besagen, dass das mit Sicherheit stimmt oder dass das mit Sicherheit Mumpitz ist. Deswegen existiert das Ding eben weiter als Theorie im Raum. Könnte so sein, muss nicht so sein, ist keine anerkannte Theorie. Ein anderes Beispiel ist eben die Relativitätstheorie. Da waren sich dann nach und nach, ich habe das mit der Geschichte her ungefähr, ich weiß immer noch nicht genau, was das Ding tut. Ja, ich bin kein Physiker. Aber grob habe ich es mal verstanden. Meine ich zumindest. Grob. Zumindest in den essentiellen Aussagen. Aber das soll ich wer anders erzählen. Der Lesch zum Beispiel. Fragt den Lesch, der macht das gerne. Das Ding wurde lange geprüft. Und wird immer noch geprüft und inzwischen ist man sich ziemlich sicher und kaum noch irgendwer, nur noch ein ganz paar, zweifeln dran, dass das Teil stimmen könnte. Aber es fehlt der Beweis. Ein Gesetz, ein Gesetz im Sinne der Wissenschaften, ja, das muss immer gelten, immer. Ausnahmslos, ohne Ausnahme. Und eine Theorie, die ist dann so weit, dass man sie akzeptieren kann und weitermachen kann, und dazu kommen wir gleich, wenn sie ausreichend gut zu sein scheint und einem erstmal auch trotz der Möglichkeit, der Option, sie zu falsifizieren, der Option, sie zu widerlegen. Eine Theorie muss so formuliert sein, dass sie immer widerlegbar sein kann, wenn man dann die entsprechenden Daten und die entsprechenden Beweise und die entsprechenden Fakten liefern kann, die eben die Theorie widerlegen. Ja, aber solange das nicht passiert ist, existiert die Theorie weiter. Und je älter die Theorie wird und immer wieder mal Wissenschaftler versuchen, diese Theorie zu widerlegen und es klappt nicht und es klappt nicht und es klappt nicht, umso
wahrscheinlicher wird es, dass wir da eine Theorie gefunden haben, die wir mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft zwar noch nicht vollumfänglich als Gesetz aufstellen können. Sie erklärt noch nicht alles. Sie ist noch nicht für jeden möglichen Sachverhalt, den die Theorie betrifft, gut und kann noch nicht alles vorhersagen. Aber sie erweist sich als ausreichend richtig, um damit weiterzuarbeiten. Und so funktioniert die Wissenschaft. Ja, irgendwann haben wir mal einen Punkt erreicht, an dem wir uns so sicher sind, dass zum Beispiel wir Menschen Sauerstoff zum Atmen benötigen. Und auch wenn das noch nicht bewiesen ist, ist es im Prinzip schon. Aber es ist kein Gesetz. Dass Menschen atmen müssen, ist kein physikalisches Gesetz. Das ist Biologie jetzt wieder. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, extrem hoch. Aber Biologie heißt nicht umsonst die Wissenschaft von der Ausnahme. Und drum haben wir nur die Theorie, dass wir Sauerstoff zum Atmen benötigen. Es mag sein, dass irgendwann aus dem Nix mal noch irgendein Faktor auftaucht, dass plötzlich irgendjemand keinen Sauerstoff zum Atmen benötigt, weil er über Milchsäure oder alkoholische Gärung in den Muskeln so viel Energie bereitstellen kann, um ohne zu atmen zumindest doof in der Gegend rumzustehen, weil viel mehr Bewegung ist da nicht möglich ohne Atmung. Ja? So. Hat man jetzt eine Theorie widerlegt, und das muss bei Theorien immer möglich sein, dass sie jederzeit widerlegt werden können mit den entsprechenden Argumenten, dann fliegt diese Theorie im wissenschaftlichen Diskurs sofort auf den Müll, auf den riesigen Müllhaufen der gescheiterten Theorien der Wissenschaften und ist weg. Hat man sie aber nicht widerlegt, und nochmal, je länger die existiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir mit der aktuell vorhandenen Technik nicht beweisen können, dass diese Theorie falsch liegt. Und damit wir jetzt zu irgendwelchen neuen Erkenntnisgewinnen kommen können, müssen wir irgendwann mal akzeptieren, dass vorläufig das Ding jetzt mal so stimmt. Und dann forschen wir weiter unter der Annahme, dass vorläufig gesehen das jetzt erstmal wahrscheinlich so stimmt. Ja? Und eine der Sachen, auf deren ökologische Forschung inzwischen wirklich fußt und wir ganz vieles, was wir über die Natur wissen, völlig umschmeißen müssten, ganz vieles, was sich als richtig und zutreffend beim Wissen über die Natur erwiesen hat, müssten wir umschmeißen, wenn es den Treibhauseffekt so gar nicht gäbe. Und es gibt kein einziges unter Fachwissenschaftlern, kein einziges Argument, das irgendwie den Schluss zulässt, dass es irgendwie möglich erscheinen lässt, in nächster Zeit Beweise oder Fakten zu finden, die auch nur ansatzweise die Vermutung zulassen, dass ein Treibhauseffekt nicht existieren würde. Das Ding ist hervorragend untersucht. Es wurden jede Menge Studien dazu durchgeführt. Es passt, es fügt sich in alle anderen ökologischen Disziplinen ein. Es ist eine wunderbare Erklärung, wenn man den Gesamtzusammenhang alles Zusammenspiels auf der Welt verstehen möchte. Da passt der Treibhauseffekt überall wunderbar rein. Also eine hervorragend erforschte, sehr schlüssige, logisch nachvollziehbare, in Experimenten teilweise nachweisbare, nur teilweise, weil für einen universellen Nachweis müssten wir die komplette Atmosphäre verändern können, was wir nicht ausprobieren können, weil wir nur einen einzigen Planeten als Labor haben und in dem können wir nicht mal eben Sauerstoff abschalten, dann hätten wir nämlich ein Problem. Ja, aber das Ding ist sehr gesichert. Und einem Ökologen zu erzählen, den gäbe es nicht, das bedeutet, man hält ihn für einen unglaublich schlechten Vertreter seines Berufs, hört sich so ungefähr an. Das bedeutet, der Typ hat von nichts eine Ahnung, all sein Grundlagenwissen, was er jemals im Studium erworben hat, ist für den Eimer sozusagen. Ja, quasi weiß er gar nichts und du als irgendwer wüsstest es besser. Deswegen ist das so extrem provokant, einem Naturwissenschaftler zu erzählen, es gäbe keinen Treibhauseffekt. Ja, als Maurer, als Arzt, als Fluglotse, als Schiffslotse, toller Job, super bezahlt, ne? Super spezialisierte Leute, hoch angesehen, retten Leben und alles, ne? Das tut ein Arzt auch, aber das sind alles keine Ökologen. Und das ist ja auch gut so, die sollen ja auch nicht Ökologen sein, die sollen mir verflucht noch mal ein Herz transplantieren, ich habe auch keine Ahnung, wie man das macht, die schon, und das ist gut so. Ja? Und das ist so ein bisschen das Fundament, weshalb ich mich triggern lasse, wenn man mir dann auch noch unterstellt, ich als Wissenschaftler müsste doch eigentlich wissen, das ist doch alles Blödsinn. Ja? Ich als Wissenschaftler, das müsste mir doch klar sein. Weil Leute, die nicht Wissenschaftler sind,
zum Teil im Internet eine wunderbare Quelle für unendliches Wissen und unendlichen Unsinn. Leider beides. So eine Grafik gefunden haben. Die sieht total wissenschaftlich aus, ja, und daran kann man absolut erkennen, im Lauf der Erdgeschichte hat schon immer Klimawandel gegeben. Ja, und drum habe ich am Anfang gleich gesagt, das bezweifelt auch niemand. Wir hatten rausgefunden, dass es im Lauf der Erdgeschichte immer Klimawandel gegeben hat, Klimatologen. Ja, und jetzt behaupten die gleichen Klimatologen, obwohl es immer Klimawandel gegeben hat, gibt es zusätzlich einen anthropogenen, menschgemachten Einfluss, der diesen Klimawandel zusätzlich verändert. Jetzt erstmal nur verändert. In welche Richtung, wissen wir alle. Ja, das sind dieselben Klimatologen. Das heißt, ihr nehmt ein Erkenntnis, liebe Klimawandelskeptiker, ihr nehmt ein Erkenntnis der Klimatologie von denselben Leuten, die euch im nächsten Atemzug erzählen werden, dass das nicht bedeutet, dass der aktuelle Anstieg auch auf natürlichen Ursachen 100% zurückzuführen ist. Er muss es auch nicht 100% sein, er kann es auf 90% sein und die restlichen 10% sind wir. Das würde schon vollkommen ausreichen. Ja, das würde schon völlig ausreichen, wenn das so in diesem Verhältnis wäre, das weiß keiner, ne? Aber nur mal angenommen. Ja, und eben, die einerseits nutzt ihr die Klimatologie, die gleiche, die exakt gleiche, die nach den gleichen Regeln anständiger Wissenschaft das hier aufgestellt hat. Ein kurzer Einspruch meinerseits, die Klimatologie hat die Daten in dieser Grafik aufgestellt, nicht die Grafik selber, das war irgendein Autor. Ja, und das ist nicht unbedingt eine gute Grafik. Das nur kurz am Rande zur Verständigung und zum Verständnis, bevor man mich jetzt falsch versteht. Ja, aber weiter im Text. Um das hier zu benutzen, um zu sagen, dass alles andere, was die Klimatologie mit genau den gleichen Regeln und den gleichen Methoden aufgestellt hat, nicht gilt. Und das ist... Für einen Klimatologen ist das ein Schlag ins Gesicht. Das ist ein persönlicher Angriff. Das ist wie wenn ich in eine Autowerkstatt gehe mit einem Porsche. Jetzt sage ich denen, ja, ich kenne mich ja besser aus mit Autos, schließlich habe ich einen Porsche. Ich möchte da jetzt viereckige Räder dran haben, weil ich überzeugt bin, dass ich damit schneller fahren kann. Ja, bitte bauen Sie mir viereckige Räder für meinen Porsche. Das ist besser. Also... Man kann sich ganz viele schöne Beispiele eben einfallen lassen, wie sich ein Fachmann, egal welchen Metiers, eben fühlt, wenn man dem mit hanebüchendem Blödsinn aus der entsprechenden Fachrichtung kommt. Und das ist der Grund, weshalb wir uns so aufregen. Ja, deswegen reg ich mich auf, wenn ich so ein Zeug gestellt bekomme, unterstellt bekomme. Und das ist jetzt nach langer Vorrede auch so ein bisschen der Aufhänger für dieses Video, weshalb befassen wir uns jetzt nochmal mit dem Kram, weil diesmal wurde mir nichts unterstellt, sondern es wurden freundlich Fragen und Anregungen gegeben, sage ich jetzt mal. Ja, das ist, nochmal Zettel weglegen, ich muss noch weiter aussuchen, ja, das hilft alles nichts. Das ist ein häufiges Phänomen eigentlich bei der Sache. Das kann man auch gut bei zum Beispiel den Impfgegnern sehen. Ja? Ich als Biologe, quasi Biologe, bin ich Impfgegner? Selbstverständlich nicht. Dann könnte ich mich gleich, ne, dann müsste ich mich gleich in die Anstalt und arbeitslos und sonst was melden und meinen Master wieder zurückgeben. Du hast nichts verstanden, nichts. Wenn du jemals irgendwas mit Biologie studiert hast und hinterher denkst, impfen generell. Ja, einzelne Impfstoffe, da kann man vielleicht noch drüber nachdenken, vielleicht. Und es gibt Impfstoffe, die sind Kosten-Nutzen-Faktor, also Nebenwirkungen im Vergleich zur ausbrechenden Krankheit. Die müssen nicht sein. Aber Impfen an sich, natürlich funktioniert das. Aber über die will ich mich jetzt nicht auch noch aufregen, wobei man sowieso grundsätzlich alle Wissenschaftsleugner, Impfgegner sind auch Wissenschaftsleugner, selbstverständlich, für uns Wissenschaftler kann man die schon so ein bisschen in denselben Sack schmeißen und mental draufhauen. Ich will es ja nicht eskalieren lassen. Ja? Und drum, das ist so eine Sache. Ja? Offiziell darf man sicherlich nicht behaupten, dass man überhaupt auf den Sack draufhauen möchte. Aber ich bin ganz bestimmt nicht Jesus und ich hätte kein Problem damit, auch wenn ich nicht ohne Sünde bin, trotzdem den ersten Stein zu werfen.
weil ich bin ein Mensch. Ne? Und sowas regt mich einfach auf. Und wenn ihr nicht Mutter Teresa seid, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Und wenn nicht, dann könnt ihr das vielleicht nicht nachvollziehen. Und natürlich sollte die Diskussion nicht immer weiter ins Extreme gehen und nicht immer weiter eskalieren. Und irgendwann landen wir dann in einer Gesellschaft, in der wir wirklich nicht mehr leben wollen. Selbstverständlich, das ist mir auch alles klar. Ja, ich kann sowas über nüchtern, neutral über sowas nachdenken und dann feststellen, dass mir das auch Angst macht. Wie die Fronten auseinandergehen derjenigen, die halt noch an Wissenschaft glauben. Und Glauben ist das falsche Wort, die von Wissenschaft wissen und diejenigen, die glauben, irgendwas zu wissen. Und natürlich ist das blöd. Ja? Und das ist von beiden Seiten blöd. Gerade diejenigen, die es vielleicht besser wissen sollten, also sprich die Wissenschaftler, vielleicht besser wissen sollten, die aber auch nur Menschen sind. Und Wissenschaft zu können, bedeutet nicht, dass man einen guten Charakter hat, bedeutet nicht, dass man nicht Choleriker ist und bedeutet nicht, dass man ein besonders guter Mensch ist. Ethisch, moralisch betrachtet. Gerade Ökologen sind ganz oft ethisch-moralisch betrachtet, wenn man dann klassische ethisch-moralische Betrachtungsweisen anwenden möchte, gar keine guten Menschen, weil die kein größeres Problem mit Tod zum Beispiel haben. Weil Tod ökologisch betrachtet ein ganz normaler Bestandteil eines Ökosystems ist und essentiell und dazugehört. Also Tod nicht weiter schlimm. Wenn man das jetzt aber aufs Individuum überträgt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Tod im Wald, ganz normaler Prozess. Das nimmt mir keiner übel. Wenn ich sage, deine Oma ist gestorben. Ja, Tod, ein ganz normaler Prozess. Das könntest du mir möglicherweise übel nehmen. Problem, manche von uns, ich sage jetzt nicht, dass ich das tue, aber manche von uns stecken so sehr in dieser ökologischen Denkweise, in dieser gesamtsystematischen Denkweise, dass es für uns manchmal schwierig ist, diesen Unterschied tatsächlich zu machen. Dass eine Oma Mehrwert sein muss, ethisch-moralisch betrachtet, ist das so, ne, denke ich mal, als ein Reh. War ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Manchmal. Ja. Grundsätzlich herzliches Beileid an alle, die keine Oma mehr haben. Ich zähle mich dazu. Aber ihr wisst vielleicht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Und ja, mir fehlt die geistige Größe, die emotionale Größe, beide Backen hinzuhalten. Ja, manchmal. Ja, und dann soll nicht eskalieren und man sollte fröhlich und freundlich miteinander umgehen, selbstverständlich, jederzeit immer. Ja, immer höflicher Umgangston, mache ich auch so. Ja, immer freundliches Miteinander, wenn man sich auf der Straße begegnet. Immer gut, schön, guten Tag sagen, bitte, danke, gute Manieren, alles wichtig. Ich lege da persönlich sehr, 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 sehr großen Wert drauf. Aber das Problem ist halt auch der Umgangston im Internet. Man würde auf offener Straße niemandem erzählen, ey du, da Klimawandel gibt's nicht. Ja, wenn ich jetzt mit einem Schild rumrennen würde, Forstwissenschaftler, dann würden mir bestimmt nicht 20 Leute entgegenkommen, die mir sagen, Bäume sind scheiße oder ähnliches. Ja. Im Internet kann einem das passieren. Und ihr müsst ja auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn ihr jetzt zum Beispiel der Meinung seid, ich soll mich nicht so aufregen, ich krieg das täglich ab. Ja, ihr müsst das nur lesen, ihr werdet davon nicht persönlich angesprochen. Und ihr müsst es auch gar nicht lesen, wenn ihr es nicht lesen wollt. Ich muss es de facto lesen, wenn ich meine Kommentare lesen möchte. Und ich möchte meine Kommentare lesen. Es gibt auch Social Influencer in Anführungszeichen, die ihre Kommentare nicht mehr lesen, weil sie Angst haben, dass da irgendein Scheiß drin steht und ihnen das zu sehr zu schaffen macht. Es ist tatsächlich so, dass in ganz vielen Fällen man 10-mal über den Tellerrand hinaus gelobt werden kann und dann kommt einer und sagt, es ist scheiße. Dann vergisst du in dem Moment die 10, die sagen, was du machst, ist großartig und der eine hängt dir nach. Ja? Da bin ich wirklich nicht alleine mit. Wenn man sich mal irgendwelche Vlogs von irgendwelchen Kanälen, völlig egal, was die machen, anguckt zum, wie lebt es sich so als Mensch, der seine Fratze ins Internet hält. Das sagen die alle. Ich möchte mich da anschließen. Das ist wirklich nicht immer ganz einfach. Man härtet bis zu einem gewissen Grad ab. Da ich aber grundsätzlich ein nicht besonders gut im Einstecken, was solche Sachen angeht, Mensch bin, da bin ich wirklich nicht, hat sich diese Abhärtung noch nicht ausreichend durchgesetzt. Es wird besser. Es wird wirklich, wirklich besser. Ich hätte das mal am Anfang erleben sollen. Aber mitunter hilft es dann, wenn man
nur die positiven Kommentare durchliest und dann geht's wieder. Gut, ja, niemand hat gesagt, dass das hier kurz wird. Ich werde Folgendes tun, ja. Ich packe diese Einführung als separate Einführung in ein separates Video, damit sich das nicht völlig ins Bodenlose ausläuft, und mache an dieser Stelle einen Schnitt und dann kommen wir zum Hauptvideo. Ich habe nämlich 5 Punkte aufgeschrieben und das Hauptvideo wird dann irgendwas heißen in Richtung 5 Missverständnisse zum Klimawandel und deren Erklärung. Irgendwie so in diese Richtung. So, bis gleich.